Hallo liebe Filmfreunde, hier ist euer Voice 82 mit der nächsten Ausgabe der Movie News. Juhu, jetzt geht's endlich wieder weiter. Und zwar vom 1. Oktober bis zum 15. Oktober. Und ihr merkt schon, Oktober, es wird langsam kältlich. Deswegen bin ich jetzt heute auch in der Wohnung drin. Landesgarnisch ist auch zu Ende und es ist so noch schönes Wetter aus, aber es ist schon ein bisschen huschelig. Und naja, jetzt wird es wieder schön dunkel, wieder schnell abends und dann wieder schöne Filme abend gucken und dann kommen wieder einiges wieder raus. Wahnsinn, letzten Monat waren es noch 10 Seiten, jetzt sind schon 20 Seiten geworden und ja, es wird auf jeden Fall immer mehr. Ja, und ihr wisst ja schon, seit gestern mache ich ja bei der Veranstaltung hier bei Filmfestival mit. Und da möchte ich nochmal kurz darauf euch hinweisen. Am 10. Oktober bin ich dann mit dabei bei Please Subscribe, ein Dokumentarfilm über YouTuber. Und da bin ich mit ein Gesprächsgast für eine Stunde und ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und ich hoffe, ihr macht alle da zahlreich mit und kommt auf jeden Fall zu diesem Kinobesuch. Ist umsonst der ganze Eintritt und wird bestimmt sehr interessant werden. Ja, und jetzt beginnen wir einfach mal mit den Movie News vom 1. Oktober bis zum 15. Oktober. Und ja, wir beginnen mit den Erscheinungsterminen, gehen weiter über zu den Kino-News und dann noch zu den Games-News, denn da kommt auch einiges raus im Oktober. Aber seid gespannt. Und jetzt geht's los mit den Erscheinungsterminen. Die Erscheinungstermine vom 1. Oktober bis zum 15. Oktober. Ist wieder einiges dabei, auch für mich. Und zwar am 3. Oktober geht's gleich mit Zavi los. Und zwar der Marsianer in der Extended Cut Version im schönen limitierten Steelbook von Zavi. Ist auf 2000 Stück limitiert, hat aber leider keinen deutschen Ton. Sehr schade. Denn wer weiß, ob überhaupt die Extended Cut Fassung eigentlich überhaupt in Deutschland erscheinen wird. Ich hoffe mal ja. Am 4. Oktober geht's dann weiter mit einem Mediabook und zwar Highlander. There Can Be Only, ist eine Neuauflage von dem Mediabook, gab es ja schon mal, schon wirklich sehr cool aus, aber ich bin kein großer Highlander-Fan, von daher bleibt, das lässt mich jetzt erstmal kalt. Am 6. Oktober kommt mal wieder eine Alien-Edition raus, und zwar die Limited Inopec Edition, schaut wirklich sehr cool aus, aber, na, also ich habe jetzt wirklich Alien schon so oft hier zu Hause stehen, und irgendwann muss ich auch mal sagen, Stefan, jetzt ist er mal Schluss. Ja. Irgendwann muss ich auch mal sagen. Ja, dann geht es weiter mit Cabin Fever, The New Outbreak, der neue Film, also eine neue Verfilmung von Cabin Fever. Einmal als ganz normale Amoray, einmal gibt es diesen Film auch nochmal in der 3D Amoray. Ja, aber ich möchte gerne dieses Cabin Fever Ultimate Edition haben, dieses nämlich der Future Pack, was richtig cool ausschaut mit dem Totenkopf vorne drauf. Oh, das schaut echt cool aus und denke mal, das wird auf jeden Fall bei mir werden. Denn ich fand auch die alten Teile richtig cool und mal gucken, wie jetzt neu ist, ob das jetzt schlecht ist. Aber dafür sind die anderen Teile noch nicht noch ganz ansehbar gewesen. Ja, dann kommt noch der dunkle Kristall raus im limitierten Steelbook. Und auf den Film bin ich auch schon sehr gespannt, habe ich früher mal geguckt. Und jetzt eben auf Blu-ray, unheimlich schönes Steelbook. Also wurde es dann mal beim Megastore Palast geordert. Gut, dann geht es weiter mit die komplette Jagdfieber-Sammlung, alle vier Filme. Find die Filme, den ersten fand ich richtig cool, den zweiten fand ich auch cool, den dritten und vierten kenne ich leider jetzt nicht. Aber vielleicht, wenn er mal am günstigsten Preis ist, dann werde ich da auch mal zuschlagen. Dann geht es weiter mit die Reise ins Labyrinth in der 3rd Anniversary Edition. Einmal als ganz normale Amoray und einmal als die Gift-Set-Version. Das aufgebaut ist wie so ein Labyrinth. Ja, da bin ich überlegen, was ich mir holen werde. Entweder das Steelbook von Zavi oder diese Limited Gift Set, diese Steelbook-Version. Ja, aber das schaut eigentlich so etwas billig aus, aber ich lasse mich mal überraschen. Ja, und dann geht's weiter mit Ich einfach unverbesserlich 1 und 2 plus den Minions in einer 3-Film-Collection im limitierten Minions Geschenk-Set-Edition. Da ist ein Plüschtier von den Minions dabei. Aber da ich die Filme jetzt auch schon mehrmals habe, lässt mir auch diese Veröffentlichung erstmal kalt. Denn ich habe auch den Bob hier von Ralfs Unboxing geschenkt bekommen und von daher, zumindest die Emma hat es geschenkt bekommen, wohlgemerkt. Ja, die Emma.
Und dass hier wieder was verkehrt ausgesprochen wird. Und deswegen langt auch mir erstmal diese ganzen Steelbooks, wo ich habe, und ist auch völlig in Ordnung. Dann kommt Illuminati raus, da ja auch bald Inferno ins Kino kommt, aber in der 4K-Version, aber nur anscheinend die Kinofassung, warum auch immer nur die Kinofassung in der UHD rauskommt, das frage ich mich jetzt wirklich. Kostet 30,31 Euro, also für die Kinofassung ist schon extrem teuer. Dann kommt die James Bond 007 Collection 2016 raus. Ja, natürlich, man muss ja jedes Jahr eine neue Edition rausbringen mit denselben Inhalten, aber auch da habe ich diese 5th Anniversary Edition, diese goldene, und auch die langt mir völlig. Und die weiteren kommen alle dann als Steelbook her und von daher passt es auch für mich. Dann kommt noch Kung Fu Panda 1 bis 3 in 3 Disc Set raus, auch eine ganz normale Amaray. Hier fehlt mir aber leider die 3D-Version, von daher lässt mir auch diese Veröffentlichung erstmal kalt. Dann geht es weiter mit Money Monster mit George Clooney und Julia Roberts. Den Film interessiert mich auch schon sehr. In der ganzen Mal Amaray kommt es raus und denke mal, wenn die mal günstig zu haben ist, werde ich da auch mal zuschlagen. Dann kommt eine neue Serie raus, und zwar Preacher, die komplette erste Staffel. Einmal als ganz normale Amaray. Einmal kommt hier nochmal eine Limited Graphic Novel Edition raus, die es Amazon exklusiv gibt. Und noch einmal die Steelbook Edition. Und die Novel Edition kostet 59 Euro und die Steelbook 41 Euro. Ist schon ein sehr hoher Preis. Werde auch erstmal da abwarten, wie das so die Meinungen sind. Also mein Kumpel fand die etwas verstörend, diese ganze Serie. Aber mal sehen, wann ich mir die mal zulegen werde. Ja, und dann geht es weiter mit der Prince Movie Collection. Hier eine kleine Hommage an den Prince, der verstorben ist. Ja, Musik kann ich dir mögen. Also ich fand sie zum Beispiel ganz cool hier von Batman, aber auch nicht so ist unbedingt meine Lieblingsmusik. Ja, dann kommt Snow White and the Huntsman in der Extended Edition raus, in der 4K UHD Version raus. Kostet 28,99 Euro. Und ja, wer es haben will, der soll jetzt hier zuschlagen. Dann kommt der Blair Witch Project in einer Neuauflage raus, da ja auch bald der neue Film ins Kino kommt. Auch dieser Film ist für mich völlig schlecht. Also ich hasse diesen Film. Das ist der allererste Film mit dieser Wackelkammer. Ich finde es einfach nur schrecklich. Sorry, also ich kann mit diesem Film einfach nichts anfangen. Geht einfach gar nicht. Geht einfach echt nicht. Hardcore fand ich zum Beispiel richtig cool. Das ist was anderes, aber das so, na, das ist nicht mein Ding. Dann kommt der Da Vinci Code, Sakrileg, ebenfalls in der UHD, 4K UHD Version raus, aber auch, Kino, auch nur die Kinofassung, warum auch immer, es ist einfach für mich fraglich. Man könnte auch alles gleich komplett machen. Ja, dann kommt ein Film raus, auf viele auch schon sehr lange warten, das ist der First Avenger Civil War, Captain America in einer ganz normalen Amaray, dann in dem richtig coolen 3D-Steelbook, wo ich ja schon von dem lieben Blairin bekommen habe aus der Schweiz. Echt geiles Steelbook, wirklich hammergeil. Und bin auf jeden Fall sehr froh, die jetzt auch schon vor dem Release in Deutschland bekommen zu haben. Nochmal herzlichen Dank, lieber Blairin, für dieses coole Geschenk, wirklich war. Und den Film haben wir auch schon angeguckt, natürlich echt erstklassiger Film. Obwohl ich jetzt zugeben muss, wirklich zugeben muss, ich fand dann, also es gab da einige Kritikpunkte für mich, und ich, nach einem zweiten Gucken finde ich sogar X-Men Apocalypse einen Tick besser als Civil War. Aber gut, das ist dann meine eigene Meinung. Ich weiß, es gibt jemanden in der Film-Community, der diesen Film über alles liebt. Ich liebe diesen Film, ich liebe diesen Film. War als Kommentar drunter gestanden und dieses Steelbook-Unboxing-Video. Aber muss gestehen, also Apocalypse hat mir persönlich besser gefallen. Er ist auch sehr geil, aber naja, sind ein paar Nuancen besser halt, ne? So, dann geht's weiter mit The Huntsman and the Ice Queen, ebenfalls in der 4K-Version. Und ja, der Film war jetzt nicht so für mich mein Lieblingsfilm, also da fand ich jetzt in den ersten Tagen eigentlich wesentlich besser. Ja, aber wenn wir schon mal bei X-Men waren, dann geht's hier dann gleich mal weiter mit X-Men Apokalypse im limitierten Steelbook. Ja, das wurde verschoben, aber endlich auch hier. Wir haben ja leider nur die 2D-Version dabei, sehr schade. Ich habe den Film schon als 3D-Version schon geholt. Und das Steelbook werde ich mir wahrscheinlich auch noch holen und dann werde ich es einfach austauschen mit der Steelbook-Version von Filmarine, weil da sind die 3D-Version mit dabei und dann kommt man dieses Steelbook in die Filmarine-Version rein und das andere bleibt dann im Regal, damit ich immer wieder das rausziehen kann. Aber gut, es ist wieder meine eigene, mein eigener Wahn, ja, und lasst mich einfach mal. Und dann kommt noch X-Men, die erste Entscheidung, ebenfalls in der 4K UHD-Version raus mit Blu-Ray. Ja, auch sehr cool. Ja, gut.
Und am 7. Oktober kommt auf Messers Schneide Rivalen am Abgrund im limitierten Mediabook mit Anthony Hopkins, Sir Anthony Hopkins. Ja, auf den Film, mal gucken, wie der so ist, bin gespannt. Ja, dann kommt der Moment der Wahrheit mit Bruce Greenwood und Kate Blanchett und Dennis Quaid als ganz normaler Amway. Dann kommt der Green Room raus, einmal mit Anton Yelchin, glaube ich, sein letzter Film, glaube ich, hier nicht. Star Trek Beyond ist sein letzter Film. Und mit Patrick Stewart, der Film ist nämlich auch schon echt extrem. Kostet 12,90 Euro Amway, aber da werde ich auch noch ein bisschen warten, bis etwas günstiger ist. Dann kommt The Perfect Husband raus aus dem Jahre 2014. Ist ein Horrorfilm, aber da bin ich auch etwas kritisch bei diesem Film, aber vielleicht ist ja ein oder andere was für euch dabei. Dann kommt Volcano, das Digipack mit dem Lenticular-Cover vorne drauf, wurde anscheinend verschoben, denn das habe ich schon mal in der Movie News, bei letzten Movie News gesagt, aber nicht so schlimm. Auch da werde ich wohl erstmal warten, vielleicht kommt mal irgendwann ein schönes Steelbook raus. Dann geht es halt am 10. Oktober, da kommt No Country for Old Men im Zavi-exklusiv Steelbook raus, in einem Pappschuber mal wieder. Ja, die Pappschuber von Zavi sind jetzt nicht so der Oberburner. Aber gut, ist limitiert auf 2000 Stück, hat halt auch keinen deutschen Ton und kostet 19,19 Euro. Den Film haben wir mal geordert, denn der Film hat mich eigentlich früher mal nicht so gefallen, aber jetzt im Alter wird mir auch reifer und erwachsener vielleicht. Vielleicht noch nicht. Man weiß es nicht. Wird auf jeden Fall interessant. Ja, am 12. Oktober kommt Kill Bill Volume 1 und 2 im limitierten Mediabook raus. Einmal Cover A und einmal Cover B. Und die sind beide limitiert auf 500 Stück. Am 13. Oktober geht es dann weiter mit einer weiteren Serie. Und zwar American Horror Story, die Staffel 5 Hotel. Ich habe es immer noch nicht geschafft, diese Serie anzugucken. Aber auch die interessiert mich wirklich extrem sehr. Aber mal abwarten. Ja, und jetzt kommen wirklich eine nächste Warner Brothers Steelbook-Welle raus, auf die ich mich schon sehr freue. Ja, viele sagen würde, haben keinen Sammlerwert. Ganz ehrlich, ist mir scheißegal, denn mir geht es hier wirklich um die Filme. Und einmal hier geht es einmal hier um Chisum, Limited Steelbook-Version mit John Wayne. Ich denke mal, dieses Steelbook werde ich nicht holen, weil der Film, ja, ist, glaube ich, jetzt nicht so mein Ding. Dann kommt Konstantin raus aus dem Jahre 2005. Mit Keanu Reeves, der kommt auf jeden Fall in meine Sammlung. Genauso wie Stephen King's S im schönen Steelbook, wo er auf der Pennywise ist. Schaut echt stark aus und freue mich auf jeden Fall schon, das Teil in meine Sammlung zu haben. Genauso wie Spawn, der Director's Cut. Habt da auch sehr lange darauf gewartet, dass da mal ein Steelbook rauskommt. Und siehe da, da ist es auch schon, wahrscheinlich kein Innendruck, aber wen juckt's. Dann kommt noch Superman, der Film raus. Da habe ich ja auch schon die Komplettbox und da langt es mir auch erstmal. Mit diesem schönen Steelbook. Schaut zwar auch cool aus, ist dasselbe, glaube ich, wie es auch schon in Frankreich gab. Aber auch da werde ich erstmal abwarten. Dann kommt Zerzell raus aus dem Jahre 2000, mit Jennifer Lopez. Auch diesen Film fand ich für richtig cool. Habt ihr noch als DVD-Version noch da rumliegen. Aber die kommen jetzt weg, dann holen wir dann dieses Steelbook. Und darauf freue ich mich auch schon sehr, diesen Film wieder anzugucken. Ja, und dann kommen wir mal die Batman Begins, diese Dark Knight Trilogie nochmal als Steelbook raus, nochmal aufgewertet, mit eigentlich fast denselben Covermotiven. Und von daher ist das jetzt erstmal auch nicht unbedingt so interessant für mich, denn die habe ich ja auch schon alle bei mir zu Hause. Dann geht es weiter mit The Green Lantern, mit dem guten, na, wie heißt der? Alter. Ryan Reynolds, so. Hab da die Erstauflage von dem Steelbook und das langt mir auch. Dann kommt noch House of Wax, ebenfalls im Steelbook. Das kommt auch in meine Sammlung. In den Film fand ich auch richtig cool. Hat mir richtig gut gefallen, wie die Paris Hilton so aufgespießt wird. Geil! Kommt auf jeden Fall in die Sammlung. Und Man of Steel wird auch nochmal neu aufgelegt in einer Neuauflage vom Steelbook. Auch dasselbe Motiv. Sehr schade, aber kann man halt nichts machen. Dann kommt noch Chef, ebenfalls im Steelbook raus aus dem Jahre 1971, nicht der mit Samuel L. Jackson, sehr schade. Bei dem Film bin ich noch ein bisschen am Schwanger, wenn ich ihn holen werde oder nicht holen werde, aber ich denke mir eher mal nicht. Dann kommt Three Kings raus mit George Clooney, Ice Cube und Mike Wahlberg. Den Film fand ich auch richtig früher cool und denke mal, der kommt auch in meine Steelbook-Sammlung wieder rein. Und zum Schluss kommt noch True Crime, ein wahres Verbrechen mit Clint Eastwood. Auch diesen Film werde ich mir holen im schönen Steelbook.
Und von daher werden es noch einige Steelbooks werden, die da kommen werden in meine Sammlung. Ja, dann geht es weiter mit Die Zeit der Wölfe, auch die Erstveröffentlichung auf Blu-ray mit David Warner. Ich habe das Steelbook ja von dem lieben Björn Gammer mal bekommen. Richtig cool. Und da wird irgendwann mal auch immer dann diese Blu-ray-Disc reinwandern. Aber nicht für 14,99 €, dann darf ich erstmal warten, bis der im Preis fällt. Ja, dann kommt noch Gods of Egypt, der Kampf um die Ewigkeit beginnt in der 4K-Version, UHD und Blu-ray. Ja, der Film soll ja extrem schlecht sein. Ich habe das Steelbook mir geholt, ohne deutschen Ton. Habe auch noch nicht die Amorimi geholt, denn ich will einfach wirklich auch noch warten, bis der Preis fällt. Und ich denke mal, bei dieser 4K UHD-Version wird es da genauso sein für euch und auch für mich. Dann kommen noch Quantumain 1 und 2 im Doppelset raus. Hab von diesem Film, glaube ich, noch nie wirklich was gehört. Mit James Earl Jones. Und davon gibt es auch nochmal dann die beiden Teile nochmal getrennt. Einmal Quantumain auf der Suche nach dem Schatz der Könige. Und dann noch Quantumain 2 auf der Suche nach dem geheimnisvollen Stadt. Ja, also wirklich, ich habe echt keine Ahnung, ob ich diesen Film jemals mal gesehen habe. Also der Name sagt mir wirklich nichts. Aber gut, kann mich auch irren. Hört sich irgendwie an wie, also klingt oder schaut aus wie Indiana Jones. Und ja, vielleicht irgendwann mal, wenn es dann mal ein billiger ist, werde ich da auch mal zuschlagen. Ja, dann kommt The Gift raus mit Jason Bateman. Kostet 14,99 € als ganz normaler Amaray. Und dann kommt The Last Witch Hunter raus in der 4K UHD-Version mit Blu-ray. Und ja, der Film war jetzt auch nicht so überragend. Und habt den ja schon als Blu-ray und als Steelbook. Dann kommt The Nice Guys raus mit Ryan Gosling und Russell Crowe. Auch den Film werde ich mir mal irgendwann mal holen, wenn er mal günstiger ist. Und jo, gut, dann geht's weiter mit einem weiteren Steelbook, und zwar die Rob Zombie Collection im Limited Future Pack Edition. Bei dieser Collection bin ich etwas skeptisch, denke ich. Ich denke mal, da wird hundertprozentig die geschnittenen Fassungen mit drin sein. Und von daher werde ich da erstmal das links liegen lassen, obwohl ich ein großer Rob Zombie Fan bin. Und die Filme habe ich ja auch schon mehrmals, also Mediabook und nochmal auf Blu-ray. Und das langt auch erstmal mir dann erstmal. Ja, dann kommt noch Twin Peaks, das ganze Geheimnis. Die komplette Staffeln. Die Serien sind ja auch schon lange, aber auch da habe ich mich immer ein bisschen zurückgehalten und werde es wahrscheinlich auch hier auch wieder tun. Ja, und am 14. Oktober geht es dann noch weiter mit ein paar Mediabooks, die veröffentlicht werden. Und zwar einmal Dead Set. Und zwar in 3 Covermotiven, wie ihr hier seht. Einmal Cover A, Cover B und Cover C. Und die sind jeweils limitiert auf 333 Stück. Dann geht es weiter mit einer Verschiebung. Das hat eigentlich schon am 30. September kommen sollen. Manchmal kommen sie wieder. 2 im limitierten Mediabook. Davon gibt es auch 3 verschiedene Covermotive. Cover A ist limitiert auf 555 Stück. Und Cover B und Cover C jeweils auf 222 Stück. Shutter, Sie sehen dich, ist auch eine Verschiebung gewesen vom 30. September mit 2 verschiedenen Covermotiven, einmal Cover A und einmal Cover B. Cover A ist limitiert auf 666 Stück und Cover B auf 333 Stück. So, wie geht's weiter mit Joyride 1 mit Paul Walker? Gibt auch 2 verschiedene Covermotive, einmal Cover A und einmal Cover B, jeweils limitiert auf 500 Stück. Und dann noch zum Schluss Ford Fairlane, ebenfalls 3 verschiedene Covermotive und die sind jeweils limitiert auf 333 Stück. Alle kann man beim Megastore Palast sich ordern und dann schaut einfach mal beim Megastore Palast vorbei. Ja, und zum Schluss kommt noch Wakeman Trick or Treat. Wer das Mediabook verpasst hat oder es eben mal zu teuer war, gibt es jetzt hier eine ganz normale Amaray. Den Film fand ich genial, richtig coole 80er Hardrock-Musik dabei. Hat mir wirklich echt cool gefallen. Und noch mit ein paar Aufnahmen noch von Ossi und mit Gene Simmons mit dabei. Also geiler Film. Ja, das war es erstmal mit den Erscheinungsterminen vom 1. Oktober bis zum 15. Oktober. Und wir machen jetzt direkt weiter mit den Kino-News. Viel Spaß dabei. Bei den Kino-News kommt auch wieder einiges raus. Und zwar am 6.10. kommt Blair Witch raus, eben der neueste Teil von Blair Witch Project. Aber wie ich schon bei den Erscheinungsterminen gesagt habe, ist einfach diese Filme nichts für mich und da werde ich auch nicht ins Kino gehen. Der Film geht 1 Stunde 30 Minuten. Und dann geht es weiter mit
einen besonderen Film, der mich wirklich extrem interessiert, und zwar Die Insel der besonderen Kinder von Tim Burton mit Eva Green und Samuel L. Jackson. Auch dieser Film interessiert mich wirklich extrem sehr. Habe auch noch einige Kritiken mal gehört, dass der wirklich sehr gut sein soll. Und da geht es auf jeden Fall ins Kino, denn ich mag auch eh Tim Burton. Und der Film geht 2 Stunden und 7 Minuten. Dann kommt noch ein Animationsfilm raus, und zwar Sausage Party. Es geht um die Wurst. Ja, da geht es so um die Lebensmittel, die dann hier gegessen werden. Also ist, glaube ich, eher kein Film für Kinder. Glaube ich mal eher, das ist eher schon etwas härtere Kost, eher für Erwachsene. Der Film geht eigentlich nur 29 Minuten und hier eben mit Seth Rogen und Paul Rudd und James Franco in den Stimmen. Aber denke mal, den werde ich mir auf jeden Fall mal holen, wenn er mal den auf Blu-ray gibt. Ja, bin auf jeden Fall schon sehr gespannt. Gut, und am 13.10. kommen auch noch 2 Filme raus, die mich interessieren, zumindest ein Film interessiert mich auf jeden Fall, und zwar American Honey mit der Shia LaBeouf, mit dem Shia LaBeouf. Geht 2 Stunden 43 Minuten, ist ein Drama. Ja, okay. Die sind so bei der Fall. Aber der nächste Film, und zwar Inferno mit Tom Hanks, darauf freue ich mich schon wirklich extrem sehr, den dritten Teil anzugucken von der Dan Brown Trilogie. Hier hat Regie wieder Ron Howard geführt, wo er auch bei Illuminati und auch bei Sacred Lake schon geführt hat. Und das ist eben jetzt der Abschluss von dieser kompletten Trilogie. Hat jetzt wirklich sehr lange gedauert, bis dieser Film noch kam. Aber er ist endlich da. Richtig cool. Leider der Synchronsprecher von Tom Hanks ist gestorben. Deswegen ist es ein bisschen traurig. Aber gut. Ja. Auf jeden Fall, da geht es auf jeden Fall ins Kino, genauso wie Die Insel der besonderen Kinder. Also schon mal 2 Filme, wo ich auf jeden Fall ins Kino gehen werde, zu 90%. Und ja, das war's erstmal von mir. Und jetzt geht's dann noch weiter mit den Spiele-News. Und da kommt auch einiges für euch raus. Let's go. Ja, die Spiele-News haben wir hier auch noch. Und zwar am 7.10. kommt endlich ein Spiel raus, was auch schon sehr lange darauf gewartet haben. Ich auch. Und zwar Mafia 3 kommt für die Xbox One und für die PS4-Version raus. Da gibt es einmal die Day One Edition, die kostet 61,98 €. Dann gibt es noch eine Steelbook-Edition, die kostet 64,99 €. Dann die Deluxe-Version mit Season Pass, die kostet 76,98 €. Und es gibt noch eine Collector-Edition für 134,99 €. Und da sind halt eben die Premium Collector Edition mit der Mafia 3 Deluxe Version plus Season Pass, Nachbilder Erkennungsmarke von Lincoln Clay, Glasuntersetzer aus Kunstleder, Kunstdrucke für Sammler, offizielle Soundtrack und original Spielmusik auf Vinyl. Ja, da ist für mich die Edition für mich ein Reiz, aber irgendwie ist es trotzdem nicht so besonders viel Inhalt drin, keine Figur mehr dabei. Finde ich etwas schade. Und denke mal, da wird es auch das vielleicht nur die normale Steelbook-Version nur werden. Also wenn ich es mir gleich am Anfang kaufen werde, da ich habe eh fast keine Zeit zum Zocken und von daher muss ich erstmal abwarten. Ja, und am 11.10. werden auch sich viele das schon den Mund lecken, denn da kommt nämlich Gears of War 4 raus. Yo, yo, yo. Aber nur für die Xbox One und für die PC. Da gibt es eben die Standardversion für 66,98 €. Dann kommt die Deluxe Edition her mit einem Steelbook und dem Season Pass. Die kostet 89,98 €. Und dann kommt noch eine Collector Edition raus mit einer richtig coolen Figur. Und dieses Ding ist natürlich auch extrem schwer teuer. 42 € kostet das Ding, glaube ich. Und da ist eben auch der Season Pass mit dabei. Ein Vintage-Stellpaket, ein Limited Steelbook-Version, Premium-Verpackung, eine exklusive JD Phoenix auf einem COG-Motorrad, Premium-Statue mit LED-Effekten, 30 cm groß, eine Lithografie und eine Frag Grenade Schlüsselanhänger. Ja, wirklich riesig, ein riesig großes Teil ist das. Und da bin ich wirklich noch am Spekulieren, ob ich es holen will oder nicht. Aber bis jetzt eher tendiere ich mal zu nein. Wie gesagt, ich habe eh keine Zeit zum Zocken. Reizt mir das Spiel auf jeden Fall, aber mal gucken. Und dann noch für unsere Wrestling-Fans haben wir hier noch WWE 2017 für die Xbox One, Xbox 360 für die PS4 erscheint es. Da gibt es einmal die Day One Edition, einmal die NXT Edition mit einer Figur und die gibt es nur für die Xbox One und für die PS4. Und dann kommt noch ein Amazon-exklusives Steelbook raus, was auch nur für Xbox One und für die PS4 erhältlich sein wird.
Und zum Schluss am 13.10. kommt noch Metal Gear Solid 5 Set Definitive Edition raus für die Xbox One und für die PS4. Und da ist aber nichts weiter Besonderes dabei, einfach nur eine ganz normale Armory. Ja, liebe Filmfreunde, das war es jetzt erstmal von mir, von den Movie News vom 1. Oktober bis zum 15. Oktober. Es ist wieder einiges dabei gewesen für euch. Ich hoffe, ihr habt was dabei gefunden, was euch interessiert. Und ich hoffe auch, euch hat das Video wieder Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal, euer Feuer 80. Tschüss mit Ü und Bis.